auf Tour, Peugeot 308 SW, Richtung Sardinien, um den neuen 308 SW zu entdecken. Schwierige Aufgabe, nachdem sich der 307 mehr als 950.000 Mal verkauft hat. Ästhetik. Um von einer Limousine zum Kombi zu mutieren, ist nicht immer einfach. Peugeot zeichnet sich bei dieser Übung aus. Ändern, ohne es schwer zu machen, dynamische und angenehme Linie zu bewahren, Volumen anbieten und elegant bleiben, das alles anzubieten, ist schwierig. Die Übung ist erfolgreich gelungen. Der 308 SW ist ein verführender und rassiger Kombi, dessen Zugehörigkeit zur 308-Serie offensichtlich ist. Der neue 308 SW gewinnt, hinsichtlich des vorhergehenden Modells, 7 cm Länge und 10 cm beim Radabstand. Er profitiert von einer verglasten Dachoberfläche von 1,7 Quadratmeter, das heißt auch etwa 30% mehr als das vorhergehende Modell. Der inneren Endbearbeitung entspricht jene, die man bei der Limousine finden kann. Ein kleiner Vorwurf allerdings, der Mangel an Seitenaufrechterhaltung der Vordersitze. Bewohnbarkeit und Komfort. Viel Sicht, dank zahlreichen verglasten Flächen, bietet der 308 SW seinen Passagieren, bis zu 7 Personen, einen Komfort von hoher Qualität an. Hier eine Einschränkung, die dritte Sitzreihe ist wirklich nur für Nottransport bestimmt. Wenn für das Basismodell eine Bank als Hintersitz angeboten wird, bekommen weitere Versionen 3 getrennte Sitze. Jeder verfügt über Isofix-Befestigung für Kinder. Diese Sitze können in einer großen Anzahl von Konfigurationen verschoben werden. Modularität bei Peugeot verbindet sich mit Räumlichkeit. Sie können die Sitze falten oder wegnehmen. Wird der Vordersitz gefaltet, grenzt das erhaltene Volumen an die 2000 Liter an und erlaubt sogar eine Ladungslänge von fast 3,20 Meter, ohne die Rolle eines Lieferwagens ersetzen zu wollen, kann der 308 SW leicht für kleine Umzüge dienen. Der Raum ist geplant, um das Wohlbefinden der Passagiere zu garantieren. Breite Sicht, Sitzkomfort, überall kleine Raumauflagen, Sitztablets, um Kindern das Spielen zu erlauben. Alles ist für lange Strecken vorgesehen. Ausstattung und Sicherheit. Für den Komfort der Passagiere gibt es ein hohes Niveau an Telematik, mit kompatiblem MP3-Autoradio und 30 GB-Disk, benannt RT4. Hinsichtlich der Sicherheit, werden wir vermeiden, Ihnen alle klassischen ABS, ESP zu listen, und so weiter. Es ist ja alles dabei. Um interessantere Besonderheiten zu erwähnen, können wir über Reifendruckdetektoren, Linienüberschreitung Salarm, AFIL, Parkplatzsensoren, leitende Bixenon-Projektoren, jede Menge Airbags, einziehbare Lenksäule und 7 Gurte mit je 3 Verankerungspunkten sprechen. Motorisierungen und Fahrverhalten. Der 308 SW wird mit 6 Benzinversionen von 95 bis 175 PS und 3 Dieselversionen von 110 bis 136 PS angeboten. Bei Peugeot verfügen jetzt alle Diesler serienmäßig über einen Partikelfilter. Wir haben für unseren Test einen 308 SW mit einem 1,6 Liter Turbomotor und 150 PS benutzt. In Anbetracht eines leicht benachteiligten Gewichts, 1500 Kilo, hat uns der 308 SW durch ein neutrales Verhalten gefallen. Ohne ein Rennpferd zu sein, kann der 308 SW mit Hilfe eines effizienten Sechsganggetriebe sich wirksam sowohl inner- als auch außerorts verhalten. Präzise Lenkung, wirksame Bremsung und gute Kurshaltung gehören ebenfalls zur Basisausstattung des 308 SW. Bilanz. Die erste Kontaktaufnahme mit dem 308 SW war eher positiv. Der 308 SW mit angenehmem und dynamischem Bild entspricht gut der Peugeot-Familie. Der 308 SW kann mit einem gut beendeten und sehr angepassbaren Inneren, sowie einer Motorisierung, die in keinem Fall zu schwach sein sollte, verführen. Zusätzlich zu den neuen Motorversionen ist der 308 SW in 4 Ausführungen verfügbar.
Der Verkaufspreis oszilliert zwischen 25.750 und 39.000 Schweizer Franken. Der 308 SW wird im Laufe Juni in der Schweiz ankommen. Jean-Louis Vidal Autotop.ca, April 2008.